Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Rascal Ruby Nuzlocke Challenge. Wir haben noch das Team vom letzten Mal. In der letzten Folge habe ich ja das Team einmal vorgestellt. Wir fangen mal kurz da an, wo wir das mal aufgehört haben. 115. Ich weiß nicht genau warum mehr. Ich glaube, wir wollten da noch kein Wassermon, weil ich habe gedacht, dass es vielleicht irgendwie im Norden noch andere Mons gibt. Aber hier, ich habe gerade kurz geguckt da oben. Und da gibt es nur Wasser und dementsprechend, ja. Ja, es ist Species Claws, ne? So, ich bin jetzt hier in Steigit unter. Ich habe gerade bei Route 115, wo wir waren, ganz, ganz lange gesucht und geangelt. Da kamen nur Carpador und Garados. Surfen kam nur Tentacha. Ja, dann gehe ich halt weiter, so die Routen ab, wo wir noch einen Korder fangen können. Wie gesagt, jetzt hier Steigit unter. Da kriegen wir einen Meryl. Meryl hört sich sehr gut an. Das ist ein nice Mon. Ich brauche so eine Fähigkeit, aber erstmal ein Wasserfeenmon ist erstmal ein nicer Dicer. Und ist der dort direkt drin. Nice. Wupp, wupp. ich wollte gerade mal gucken, ob es irgendwie neue Bälle gibt hier im Supermarkt. Gucken, was man hier kaufen kann. Man kann hier Meißel für 80.000 kaufen. What the heck? Genau, und hier waren ja die ganzen... ja, also ich habe jetzt... Weiß nicht... 7, 8 Routen oder so abgeklappert. Überall nur Species Claws. Und jetzt, wo ich gerade hier bin, ist hier ein Duo-Kampf. Und ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt, um einmal unser Mega-Meter-Groß zu zeigen. Lashoking ist speziell besser und Lamus ist also defensiv und Lamus ist physisch defensiv besser. Dementsprechend machen wir das so. Und wir hauen einen Fliegen auf das Lashoking. Und wir mega entwickeln Metagross. Let's go. Guckt euch den an. Das war ein Schnieker One-Shot. Okay, Metagross kommt aber zu keiner Attacke, glaube ich, mehr, ne? Weil gleich wird der Togekiss zuerst Lashoking angreifen und dann die Trump-Karte. Was hat denn Trump jetzt damit zu tun? Sollen wir wieder groß ein bisschen... Ach, komm, ganz ehrlich. Ja, ich habe mir nur gedacht, zu kommen ist... Oh, das ist ein Speed-Type bei den beiden, wenn der gemegert ist. Interesting. Interesting. Aber auch zwei kleine One-Shots, ne? Ja, ich habe das Mega mal gesehen und ja. Oh, aber in Floßbrunn gibt es nochmal ein neues Mon. Hier gibt es ein neues Mon, das Corazon. Achso, und bevor man sich wundert, also eben gab es ja diese Supermarkt mit den ganzen Meisterbällen, wo man die kaufen konnte, kaufe ich natürlich nicht. Lol, Corazon mit Erdkräften, cool. Ja, wohl, glaube ich, ein bisschen zu krass. Aber obwohl, es gibt ja auch eh nur noch ein paar Mons, die man nicht encountern kann, wahrscheinlich. Ich meine, weil auch die viele jetzt wegfallen, einfach wegen Species Claws. Ne, was ich gerade schon gesagt habe, so. Ja, ist halt doof. Es gibt halt nicht so krass wie Wassermons. Ne? Wenn man einmal die Wassermons alle hat, dann ist halt auf Wasserrouten halt over, so, ne? Dann ist halt over. Ey, kannst du mal in deinem Drecksball bleiben? Mann, 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 Mann. Hier. Guck mal, das ist ja 50, ne? My Wheel Talk. Dann hau ich einen Antikraft drauf. Die wird vielfach resistet. Also die macht nicht mal Half-Life. Guck. Dann kriegst du halt auf die Schnüss, Corazon. Ist okay.
So, nochmal. Dann ist er im gelben oder vielleicht so im roten Bereich. Dann fangen wir den halt. Ja, kurz vom roten Bereich. Dann gehen wir ihn nochmal. Ey, das woran sollen wir so eine Schwierigkeit mal zu fangen, ne? Holy moly, Macaroni. Aber der macht ganz schön viel Damage, muss man sagen, ne? Dafür, dass wir einen Turkist sind mit plus Spätzlewesen und es einfach nur ein Corazon ist. Alter, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ey, wir haben letzte Folge einen Starter mit dem ersten Hyperball gefangen. Und das Corazon denkt sich so, nope. Ich bin schlimmer als Groudon und ich bleib einfach nicht im Ball. What the heck? Dankeschön. Mein Gott. Das muss nur krass sein. So, wir gucken uns einmal die beiden neuen Monster an. Wir haben hier einen Lebekraft-Corazon. Kann er das im Normalfall auch haben? Ich bin mir das Point gar nicht so sicher, muss ich sagen. Oder dass einfach zugekommen ist. Würde halt passen, ne? Corazon so als Koralle und so. Plus Spätzef. Oh, guck mal, der hat 150 Spätzef. Und ich wundere mich, warum ich so. Ja, okay. Ja, gut. Von 150 bis angegriffen, deswegen, weil das wir Damage machen, das war ja eher. Und wir haben einen Kraftkoloss und ein hartes Merrill. Vor allem hat jetzt schon Level 30 Glühle und das Schreibe, let's go. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen weiter hier, wo wir hin müssen. Zu Richtung Pokémon-Liga, ne? Aber bevor wir das machen, wir haben nämlich in der vorletzten Folge was bekommen. Nämlich die Aeon-Flöte und die müssen wir noch einmal ausprobieren. Weil das Geile ist, auch wenn Latios tot ist, er ist immer noch für uns da und er trägt uns durch die Lüfte. Okay, ich kann mit dem, also mein Controller macht was hinten. Okay, also ich kann aber mit den Pfeiltasten. Man kann nämlich was, also ich finde das sehr geil, muss ich sagen. Du kannst ja einfach rumfliegen, du kannst ja auch gucken, wo es danach hingeht, wohin könnte und du kannst also so dich zu den Städten, wo du hin möchtest und so. Aber ich habe dazu erstens eine Frage. Man sieht da vorne so fliegende Pokémon. Hier gibt es viele Pokémon. Es ist ja tot und jetzt natürlich hier ein Counter. Ist es ja in keiner gewissen genauen Route. Ist es ja in der Luft. Zählt das für uns als nächster Encounter? Also sollen wir dann noch einen Flug? Es wird ja nur ein Flug-Pokémon sein, realistisch jetzt mal. Sagt ihr ja oder sagt ihr nein? Und ich, was ist das? Ein Wunderberg? Okay. Schreibt das mal in die Kommentare und wir gucken uns mal den Wunderberg an. Geil, ja, Poleber, der bringt uns halt super viel her. Ja. Ist gut, dass wir den bekommen haben. Wichtig, dass wir hier weiterkommen im Game. Wie gibt es einen Counter, würde ich sagen. Also. Was? Blöde Frage. Wunderwerk, gibt es da einfach alle Vogel-Pokémon hier? Also Arctos, Zapdos, Lavados, alle drei? Der ist ja 65. Ach du Sch. Oh. Holy Macaroni! Okay, hier steht es sogar richtig gut, weil dann kann ich einen Surfer drücken. Weil jetzt suche ich doch einfach Surfer, oder nicht? Ja, Blitzkrieg hat keine Wirkung, ist mir egal. Und du hast Lichtschild drauf, auch wenn das dementsprechend. Selbst ohne Lichtschild hätte er nicht mehr nichts gemacht.
Okay, dann stelle ich mal direkt die nächste Frage für die Folge. Wer will den fangen? Soll es erlaubt sein, Zapdos zu nutzen? Ich wollte schon einfach ganz schön viel Damage dafür, dass wir Gastrodon draußen haben gerade. Es war halt einfach ein Crit, ne? Ein Server noch und dann genesen wir. Was? Guido, ich wusste nicht, dass hier plötzlich die legendäre. Genau, passend abgestimmt mit den Dings. Sehr gut. Blitzkanone ist uns egal. Wir genesen und dann werfen wir Hyperbälle, ne? Und hoffen mal, dass er drin bleibt. The heck? Also, ich habe halt die anderen Bälle alle mal verkauft. Die Pokébälle, Superbälle und so weiter. Ja. Das wäre eine Überlegung, ob wir den Meister werfen sonst, ne? Also, wenn wir den Blitz nehmen, ist halt die Frage. Mit Donner, Blitzkanone, Bohrschnabel und Lichtschütter, also. Das heißt, nur mit Bohrschnabel kann er uns Damage machen, also Gastrodon. Das ist doch schon mal gute Voraussetzung, um das hier hinzubekommen. Ich könnte hier auf. Schon wieder ein. Was ist. Was ist denn Zapdos Problem, Alter? Die ganzen Crits? Jetzt wären überlegen, nur zu Relaxo zu gehen und den zu gähnen noch. Ich muss ja schon wieder genesen jetzt. Ne? Weil wenn der jetzt nochmal critte, sonst. Ja, Lichtschild. Toll. Also ja, ich wusste schon, dass man hier so auch so komische Inseln fliegen kann und so. Das war mir vorher bekannt. Ne? Deswegen habe ich gerade gedacht, ah ja, stimmt, ich hätte ganz vergessen, in der letzten Folge das zu machen. Deswegen ist es jetzt gemacht. Aber ich glaube auch nicht, dass im normalen Game du jetzt hier so Zapdos finden kannst. Aber wissen natürlich halt, ich glaube, ich bezweifle es. I doubt it! Ach, Zapdos! Zapdos, mach doch nicht einen auf den hier. Mach doch nicht einen auf den hier. Mach doch nicht einen auf den hier. Wir brauchen schon viel zu lange, um dich zu fangen. Jetzt bleib doch bitte drin. Aber Uhidox, Zapdos ist ein krasser Encounter, ne? Also ich muss das mal ganz kurz. Jetzt. Holy Macaroni. Ich muss aber auch sagen, also wenn ihr davon ausgeht, dass es hier die drei Vögel gibt, ne? Arktos, Zapdos, Lavados. Ich glaube, am sinnvollsten für das Team, was wir so hätten, haben wir auch immer, wäre, glaube ich, Arktos, weil wir, glaube ich, gar keinen Eismon wirklich haben. Vielleicht ich vergessen. Doch, stimmt. Ja, Jürgen und Reiser, true. Aber Eiswasser halt. Ja, so Kavel stechen wir wahrscheinlich sogar anstatt Zapdos so noch Lavados besser, weil wir halt nur zweieinhalb Feuer sozusagen bei uns haben, also Glurak, Phnexis bloß halt Groudon, aber ja, ne, also lieber drei. Aber ich bin ganz ehrlich, für Nasok, für das Ganze, was wir jetzt hier gerade so machen, ist Zapdos bei weitem der beste Vogel. So, bei weitem sogar. Ich weiß ja nicht, wie viel AP der noch hat, ne? Aber es könnte sich halt auch bald gegen Ende neigen, ne? Wenn wir dann sehen, wenn er jede Runde Lichtschild macht. So, ganz random plötzlich. Och, bleib doch mal drin. In diesem Ball. Ich muss jetzt genesen, ne? Ich will Gastrodon nicht gegen Zapdos verlieren. Also ist mal Real Talk. Na, wenn ich jetzt an mich angegriffen hätte, einen Quit gemacht hätte und dann nochmal angegriffen hätte, hätte mich halt killen können. Und das. Ich riskiere nicht Gastrodon in dem Kampf gerade hier. Also, to be honest.
Nee, aber Zapdos ist schon. Boah, vor allem, wenn man sich überlege, wir können. Wir haben ja theoretisch einen tendenziell. Ich habe es noch nicht entwickelt, aber tendenziell einen Plipper. Wenn der Regentanz bekommt. Also Regentanz, wenn der Niesel hat als Fähigkeit, aber sonst auch Regentanz, geht auch. Dann Zapdos mit Donner Hurricane. Oh mein Gott. Oder hier ist anderes, wo du das Regenhass bekommt, genauso natürlich, ne? Aber mit Blipper brauchst du halt einfach nicht mal mehr eine Attacke dafür, kannst einfach die Fähigkeit nutzen, ne? Alter, wie viele Bälle willst du noch fressen, Zapdos? Zapdos, ja! Ich überlege gerade, ob ich wirklich einmal kurz auf Relaxo gehe. Relaxo sollte doch auch safe genauso wie Gastrodon die Attacken tanken. Klar, der kriegt einen Donner abbekommen, das heißt, er würde Damage bekommen. Aber ich kann ihn einmal einschläfern und dann. Ja, keine 100 Damage. Das heißt, wir gainen jetzt einmal. Der trifft auch jeden Donner, ne? Gut, jetzt gehen wir auf Gastrodon, weil Gastrodon die Attacken viel besser standhält als Relaxo. Gut, der kriegt halt auch kein Damage von seinen Elektro-Attacken, ne? Aber Zapdos gegeben und dann gucken wir es also nochmal. Ey, wir sind schon so lange in diesem Drecks-Zapdos dran, ne? Wir könnten fast ein. Ne, okay, wir haben zwei Legis, ne? Also ein Full-Legi-Team, ja, ja klar, mit zwei Legis. So. Guck mal, du bist eingeschläfert. Du hast rote. Ich hasse diese Randomness bei Pokémon. War realistisch, das ist ja schon fast ein gefühlte 100% Catchrate. Ne? Mit Schlafen. Also, Schlafen ist eigentlich sowieso ein bisschen 100% Catchrate sein, wenn man ehrlich ist. Aber. Guck mal, also, weniger. Also, ich kann dem ja nicht mehr Schaden machen. Ich kann ja nichts machen bei dem gerade. Ich kann ja nur bei der Werfen und hoffen, dass er drin bleibt. Es wackelt aber weniger als davor, wo er wach war. Ich muss mal ganz kurz, es wackelt weniger als davor, wo er wach war. Kann es doch nicht sein. Ich habe ja so gedacht, so komm, ich guck mal kurz, was das ist, so die, was es da so gibt. Und dann ist Zapdos und der hält es einfach jetzt schon 10 Minuten hier auf oder so. Dankeschön, Zapdos. Meine. Ja, aber krass. Ja, wir haben einen Zapdos gefangen. Namenlose Ebene. Da fliegen wir jetzt auch noch mal eben kurz hin. Gucken, was hier so passiert. Und ich muss sagen, ich habe gerade, wo wir gerade waren, wo Zapdos gefangen haben. Du spürst einen Kraft vom Blick, der dich fast schon zu rufen scheint. Fuck. Ich habe da ein bisschen geguckt. Ich habe auch sowas wie einen Arktos noch encountert. Das heißt, die Vögel gibt es auf jeden Fall alle. Und was viel krasser war, ich habe einen Reshiram encountert. Imagine, wir hätten einen Reshiram bekommen. What is this? Bin ich dafür ready? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen aus wie Lunala, aber die haben doch nicht hier die 6. Gen? Also ist ja bis jetzt zum 5. Gen. Und Mewtwo? Keine Ahnung. Ein geheimnisvoller Ring schwebt in der Luft. Durch die Öffnung ist etwas zu sehen. Möchtest du ihn dir näher ansehen? Ja. Terrakium. Oh, da gibt es davon drei von diesen Ringen sozusagen, dass man alle drei dadurch bekommen kann. Ja gut, wir müssen halt hier Gyarados raus, ne? Da kommt jetzt eine Gesteinsattacke. Das Mod ist nicht gut. Hier Gestein, da Kampf, da Gestein. Da Kampf. Hier kampfneutral. Ja, Gastron ist unser. Unser. Pangmon. Oder unser Boy für alles. Oh, das Anklinge ist nicht so geil. 45, okay. Das ist Level 50 nur, ne? Wäre es tragisch fürs Let's Play, wenn
wir Terrakion besiegen würden. Eigentlich nicht, oder? Weil nutzen, würden wir den nutzen? Ich weiß nicht. Flammenbogen, let's go. Ich habe halt Angst, dass ich den Poison, ne? Die Poisone. Das kann halt gut passieren, ne? Ja, Half-Life, ich guck mal. Ich würde sagen, jetzt werfen wir mal die ersten Bälle, gucken mal, was passiert. Okay, da kommt der Steinhagel. Steinhagel, Sanktuklinge, Rapidschutz. Was ist die vierte Attacke, die du hast? Weil ich würde eigentlich gerne wieder, wie eben bei Zapdos, auch wieder gamen. Aber dafür wäre halt schon sinnvoll zu wissen, was der alles so hat. Oder wir Schlammwogen jetzt nochmal. Weil eigentlich habe ich gedacht, ich mache Schlammwogen erst, wenn ich den eingestellt habe, um halt nicht die Vergiftung bekommen zu können. Ja, das ist belastend. Nicht im roten Bereich, ne? Oh oh. Wo man ja sagen muss, so Terrakion für die Top 4, glaube ich, gar nicht so kacke wäre, ne? Gibt ja eine Unlicht, gibt ja eine Eis. Gegen beide wäre der ja gut, ne? Gibt einen Stahltrainer. Sollen wir noch eine Schlammwurne versuchen? Ich glaube, wir müssen es fast, ne? Eis. Ja, da ist es jetzt. Ein bisschen bill. Können wir das jetzt nochmal versuchen, weil der Ring da ja immer noch ist. Aber ich bin ganz ehrlich, der hat jetzt auf +2 gegangen, ne? Und der hätte Gastrodon jetzt ganz schön Damage gemacht. Wir haben nicht so krass, die Kasse ist. Also, wir haben okay, ne? Die FS sind auch in Ordnung, so, ist auch gut für Gastrodon und so. Aber die sind nicht die krassesten. So, wenn er jetzt da mit seinen Sanktuklingen gewinnt und so, das, Sanktuklinge ist ja speziell. Nee, gar nicht. Ich laber Mist. Ja, Sanktlinge, Steinhagel, Rapidschutz und Schwertanz hatte der dann. Das wäre schon böse gekommen, ne? Muss man sagen. Und ganz ehrlich, ich besiege den lieber. Und ich glaube nicht, dass Terrakion für uns so ein wichtiges Mon wird werden würde. Ja. Ist zwar irgendwo schade, so als Supporter mitnehmen und so, aber lieber besiegen, als selber als Gastronom durch verlieren. Also Real Talk jetzt mal. Unerforschte Höhle. Da gehen wir auch nochmal runter. Gibt's da jetzt auch noch irgendwas Cooles? Warte, ich muss mal ganz kurz. Einmal kurz das Gastron heilen, weil tendenziell das unser Switch im Garten alles ein bisschen. Okay, ich hab so ein bisschen Angst vor dem, was da jetzt kommt. Eine Luft weht umher, sie stimmt dich fröhlich. Eingangsverringen durch Öffnung ist etwas zu sehen, näher ansehen, ja.
Kommt da jetzt Viridium? Ein Vesprit, okay. Ich muss ein Vesprit, überlebst du Antikraft? Das war sogar. Wir kriegen den Abend nicht. Sonst, wenn wir den brauchen, kriegen wir den nicht. Und jetzt, wenn wir den nicht brauchen, kriegen wir den. Okay, ich meine, der Fette zu bekommen ist natürlich auch gut, um gegen Vesprit länger zu stehen. Ja, okay, dann kriegen wir jetzt tendenziell noch ein Vesprit. Okay, ist das wahrscheinlich so, dass du. Oder war das damals auch so, also im Original, dass du dann an die bestimmten Tage und bestimmten Zeiten vielleicht bestimmt buchen, dass du hier wahrscheinlich. Der ist Psychophäe. Der ist Psychophäe. Also, dass du an bestimmten Zeiten hier Selbstwespe oder Turbots immer verschieden bekommst. Ne? Bei dem anderen halt Terrakium, Viridium oder Kobalium im Wechsel oder so. Ich muss sagen, von diesem Trio, von dem Seen-Trio hier, bin ich nicht so der größte Fan. Von den anderen auch nicht. Außer Kobalium finde ich echt ganz cool, ne? Gerade aber wegen dem Typen-Kombi-Stahl-Kampf halt, ne? Ja, es hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, ne? Also hier mit. Gerade mit Zapdos hat das so viel lange gedauert. So viel lange gedauert. Okay, also finde ich okay, aber ich werde, glaube ich, das ein bisschen ändern, noch blau noch ein bisschen. Aber ein plötzlich minus Angriffswesen, cool. War der Zwinger und der hat das Schwebe und der ist halt ein Psychophämon mäßig, lol. Alter, ein Psychophämon. Oh, ich hätte Mundgewalt gemacht gegen Turkis. Oh. Ja, also unsere beiden Neumons, das heißt, wir hätten jetzt aktuell drei legendäre Monster, die wir nutzen könnten. Diese drei haben wir besiegt. Welt hatte weg im Moment. Und der Fall natürlich. Wir haben krasse Monster mittlerweile. Holy shit. Ja, ich wollte mir noch Richtung Bogenliga, aber Ibi ist dann doch heute alles eskaliert mit dem Bogen fangen und so. Deswegen, ja. Machen wir jetzt weiter. Nächste Folge geht's dann, würde ich sagen, Richtung Bogenliga. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag, mach's bis zum nächsten Mal und tüdelü.